Die Leute sagen mir, ja, du hast eine geistige Behinderung. Ein bisschen habe ich es dann geglaubt, einmal als ich so geschockt war, aber dann wieder, nee, das kann nicht sein. Ich habe mich sofort beschwert. Ich denen gesagt, wie könnt ihr mir das sagen? Was soll das? Ich kann rechnen bis 1000 und mehr. Warum bin ich der Einzige, der auf so einer Schule ist und alle, die ich kenne in meinem Umfeld, sind auf der Grundschule, ein paar waren auf dem Gymnasium? Keiner dachte daran, er gehört nicht hierhin. Ich habe es aufgegeben. Die haben mich auch aufgegeben. Das Schulsystem hatte so viel Macht, da kann man nichts gegen machen. Lonner Schule war damals wie ein Knast. Nenad Mihailovic, 19 Jahre alt. Als er in die Schule kommt, spricht er nur Romanes, die Sprache der Roma, aber kein Deutsch. Sein IQ wird auf 59 getestet. Er kommt auf eine Schule für geistig Behinderte. Ich habe eigentlich in dieser Schule gar nichts gelernt. Ich habe mir alles zu Hause beigebracht, wie man liest und perfekt rechnet. Nenads Eltern, Roma aus Serbien, kommen in Deutschland selbst nicht gut zurecht. Lernen die Sprache bis heute nicht. Ihrem Sohn können sie nicht helfen. Sie wissen nicht wie. 11 Jahre geht das so, bis Nenad es auf der Schule nicht mehr aushält. Das war dann so, dass ich mir Hilfe geholt habe. Der Kurt Holl und der war fassungslos. Kurt Holl, der Einzige, der Nena zuhört. Kurt Holl ist in Köln ein stadtbekannter Aktivist, der sich seit Jahrzehnten für die Roma einsetzt. Ein Mann mit Verbindungen und Einfluss. Ich habe mit denen geredet und ihnen alles gesagt, was ich alles drauf habe. Ich schreibe Gedichte, ich kommuniziere viel, rede mit Menschen. Und ja, ich will die Leute verklagen, weil ich auf eine falsche Schule war. Die haben mir mein Leben kaputt gemacht. Kurt Holl meldet Nenad kurz entschlossen auf einem Berufskolleg an. Damit beginnt für Nenad ein neues Leben. Er will lernen und er will kämpfen um Anerkennung und Gerechtigkeit. Wie geht's? Kurt Holl und Eva Thoms helfen ihm dabei. Eva Thoms ist Vorsitzende des Vereins Mittendrin. Die beraten Eltern und Kinder bei Schulproblemen. Wir haben es ja schon öfter erlebt. Ne? Ich erinnere mich, irgendwie, als wir das Praktikum bei der Galeria Kaufhof besorgt haben. Das ist dir sehr unangenehm, dich damit zu beschäftigen, dass du auf so einer Schule gewesen bist. Eva Thoms Aufgabe, Nena zu stärken, wenn ihn die Schatten der Vergangenheit einholen. Das weiß jeder, dass man etwas, wenn man etwas will, dass man auch dafür etwas machen muss. Genauso wie ja, auch wenn es unangenehm ist. Auch wenn es unangenehm ist. Ne? Also es ist einfach so, du bist auf diese Schule gegangen, jahrelang. Und das gehört zu deiner Vergangenheit. Und du wirst das kannst du nicht mehr ändern. Du kannst das nicht ungeschehen machen. Nenad kam mir rein und sagte, ich bin da auf der geistig behinderten Schule auf dem Sandberg und ich will da runter. Und ich will einen Hauptschulabschluss machen. Und dann saß er hier und wenn man hier in der Beratungsstelle ist, hat man ja schon viele Geschichten gehört, aber dann sitzt ein durchaus eloquenter junger Mann vor einem und erzählt, dass er 12 Jahre auf der geistig behinderten Schule war. Das ist dann wieder mal ein Fall, der einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Jetzt will der ehemalige Förderschüler Nenad das Land NRW auf Schadensersatz und Schmerzensgeld verklagen, weil Pädagogen ihn zu Unrecht als geistig behindert erklärt haben sollen. Es wäre die erste Klage dieser Art in Deutschland.
auf dem Weg zu einem ersten Termin. Zu der Rechtsanwältin, die seine Klage vorbereitet. Anneliese Quack. Ich habe dich gebeten, hier einen Termin zu machen und wollte mit dir eigentlich besprechen, was die Akteneinsicht ergeben hat. Du sagst dann, soweit du dich überhaupt erinnern kannst, du warst ja teilweise auch noch relativ klein, ob das so stimmt. Es wurde ein Gutachten eingeholt und man hat mit dir einen Intelligenztest gemacht. Dann erinnere ich mich noch, dass es so ein alter Mann war, der mich in so ein Zimmer mitgenommen hat. Und ich sollte seine Zeichenbewegungen nachmachen. Er hat es einmal so gemacht, dann habe ich es nachgemacht. Er hatte einen IQ-Wert von 59 festgestellt. Da ergab sich aber nicht draußen, dass da ein Übersetzer bei war, sodass du, gehe ich im Moment von aus, eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nichts verstehen konntest. Du bist dann auf diese Förderschule für geistige Entwicklung verwiesen worden, per Bescheid. Und die müssen, normalerweise sind die verpflichtet, jährlich das zu überprüfen. Ja, es ist kein neuer Test definitiv gemacht worden. Es wurde eigentlich immer nur, in Anführungsstrichelchen, immer wieder weiter der Förderschwerpunkt geistige Entwicklung bestätigt. Von meiner Seite werden wir. Für die Klage braucht die Anwältin jetzt einen neuen IQ-Test. Nenad muss dem Gericht beweisen, dass er nicht behindert ist. Legen wir los. Marcel Labs, 20 Jahre alt. Heute ist er Oberstufenschüler. Früher ging er auf die Sonderschule. Als Marcel eingeschult wird, hat er zwei Handicaps. Er hat einen Sprachfehler und er kommt aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Als kleiner Junge erlebt er, wie seine Mutter von ihren Lebenspartnern verprügelt wird. Er selbst schlägt auch zu, wenn er wegen seiner Aussprache gehänselt wird. Man hält ihn für schwer erziehbar. Marcel muss auf eine Förderschule für soziale Entwicklung. Als Marcel 13 Jahre alt ist, liegt sein geliebter Opa im Sterben. Ich wollte trainieren, hab trainiert mit Hanteln. Und die Kraft, die ich aufgenommen habe, wollte ich meinem Opa schenken, damit er wieder gesund wird. Es hat nicht geklappt. Aber ich wurde stärker. Ich wurde selbstbewusster, hab abgenommen. Die ersten Mädchen haben mich angegrinst, was auch was ganz Neues für mich war. Weil man hat sich schon gleich mal anders gefühlt und es war auch schön, diesen Moment zu spüren. Und das hat mich natürlich interessiert. Und nackte Frau, worum geht es da? Welche Erfahrungen, was lernt man? Wie kann man eine Frau vielleicht richtig ansprechen? Und da waren die 33 besten Sexgeschichten standen da. Die 33 besten Sexgeschichten. Mhm. Das hat mich natürlich interessiert, ich habe meine Mutter überredet. Und meine Mutter hat mir den Gefallen getan und hat mir das Buch auch gekauft. Und das Buch habe ich auch schnell durchgelesen. Und da waren gleich mal komische Sätze oder komische Wörter. In einem Anfang wie paradox oder andere wie explizit, die ich kaum verstanden habe oder noch nie in meinem Leben gehört habe. Also habe ich mir gedacht, die Wörter, die schlage ich mal nach. Ein paar habe ich heute noch gut drauf. Und die Wörter haben mir gut getan. Mein Satzbau, mein Vokabular hat sich viel verbessert und ist viel größer geworden. Du bist auf die Förderschule für schwer Erziehbare gekommen. Was hast du da gelernt? Nichts habe ich gelernt. Ich wusste, was ein H ist und ich wusste, was ein Z ist. Und mehr haben wir auch nicht gelernt in den 3 Jahren. Also ich habe in den 3 Jahren auf jeden Fall nicht mehr gelernt. Ich weiß, durch andere Erfahrungen und durch meine Vorträge und durch das Feedback von Eltern und Lehrern und Schülern, dass man eigentlich nicht viel lernt auf einer Förderschule. Man wird dumm erzogen und dumm unterrichtet, damit man dumm bleibt und nicht später auch keinen höheren Beruf erlernen kann. Das Schulsystem hat so viel Macht, da kann man nichts gegen machen. Ein Straftäter, wenn er 10 Jahre sitzt, kann er auch nicht raus, vom Vergleich her. Würdest du es so vergleichen? Ja, würde ich so vergleichen, wie ein Knast. Sonderschule war damals wie ein Knast. Man ist gefangen. Entweder macht man blau und dann kann man zu Hause bleiben oder kann rumlaufen. Oder man geht zur Schule, aber man kann die Schule nicht wechseln und die Zukunft ist eigentlich bestimmt. Welcher Arbeitgeber möchte dich, wenn da steht Sonderschüler? Zurück in Köln. Die gleichen Sorgen.
Welcher Arbeitgeber nimmt schon einen ehemaligen Sonderschüler und dann auch noch mit dem Stempel geistig behindert? Ein Kiosk mit Internetanschluss. Nenads zweites Zuhause. Hi, wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut. Ach, zu Hause. Dankeschön. Zu Hause, wo soll ich sonst sein? Als ich 13 war, begann ich mir sehr große Sorgen zu machen um meine Zukunft, wegen der Schule, was ich machen soll, wusste ich nicht. Ich war am Boden zerstört, da ich ja dachte, ich werde keine große Zukunft haben. Ich gehe auf so eine Schule, mit der ich nichts erreichen kann, nichts anfangen kann. Ich konnte kaum schlafen. Ich bin immer fast die ganze Nacht wach geblieben, wegen der Sorgen. Und dann bin ich irgendwann eingeschlafen und bin aufgewacht und trotzdem war ich noch müde. Und dann, als ich 15 geworden bin, habe ich mich in eine McFit angemeldet, um Sport zu machen, weil irgendwie hatte ich das Bedürfnis danach gehabt, sportlich zu sein. Ich war nicht einmal traurig, kein gar nichts, keine Depression, ich war nur am Lachen. Ich war eigentlich sogar glücklich, weil ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben was erreicht habe. Und dann hatte ich eine sehr hohe Motivation gehabt, die Schule zu wechseln und etwas zu werden. Weil dann ich dachte mir, warum soll ich jetzt hier sein, wenn ich es noch schaffen kann? Ich habe das wieder den Lehrern gesagt, ich will das und das. Die wie immer, die sagten, komm, regelmäßig zur Schule, sehen wir weiter. Das Gleiche. Wenn ich jetzt auf meinem Lebenslauf schreiben würde, ich Förderschule geistige Entwicklung und es der Arbeitgeber sehen würde, er würde sich denken, was? Er würde sofort meine Bewerbung wegschmeißen. Weil ich schäme mich. Ich schäme mich, wenn ich jemandem mein Zeugnis zeige, von der Schule ich war. Vergangenheitsbewältigung mit Hilfe einer Löschtaste. Der Verein mittendrin hat mittlerweile über die Behindertenbeauftragte eine Stellungnahme des Landes NRW zum Fall Nenad bekommen. Die zuständige Ministerin Silvia Löhrmann. In einer Stellungnahme räumt das Ministerium Fehler ein. Vermutlich sei das kognitive Potenzial des Schülers zwar wahrgenommen, jedoch nicht richtig erkannt worden, heißt es. Das Ministerium verbleibt mit freundlichen Grüßen und dem Wunsch, dass nun der Lebensweg von Herrn Mihailovic positiv weiterverläuft. Wie kann es sein, dass das Potenzial eines Schülers 11 Jahre lang nicht erkannt worden ist? Bei einem Empfang des Vereins ist unter den Gästen einer, der Förderschullehrer ausbildet, Professor Thomas Hennemann von der Kölner Uni. Er hat eine Erklärung. Die Institutionen durften jahrzehntelang selbsterhaltend sich weiterentwickeln. Das ist, denke ich, eine Grundschwierigkeit. Solange ein System davon abhängig ist, wie groß die Schülerzahlen sind, hängen davon Konrektorenstellen ab, hängt davon auch die Personalressource ab. Das ist quasi aus der Historie einer Förderschule gut nachvollziehbar, weil die Schwächung des eigenen Hauses, das Abgeben von Schülern sozusagen, führt ja nicht dazu, dass man diesen Standort sozusagen erhalten kann. Ich wäre nach der ersten Klasse fast auf eine Sonderschule für Lernbehinderte gekommen, weil ich bestimmte Risikofaktoren, wie man so schön sagt, vereine, nämlich Mutter aus Italien, nicht so gut Deutsch und lesen und schreiben konnte sie. Und ich war relativ schwach im Lernen der ersten Klasse und der Klassenlehrer hat relativ schnell gesagt, das ist ein Kind für die Sonderschule. Und ich bin quasi so um Haaresbreite drum vorbeigekommen.
Ein Professor, der um ein Haar kein Professor geworden wäre. Ein paar Tage später zeigt sich, das Schulsystem macht wohl doch keine Fehler. Das Ministerium hatte Nenads Akte an die Bezirksregierung weitergegeben. Mit der Bitte, sich zu kümmern. Deren Einschätzung klingt ganz anders. Die Bezirksregierung ist der Meinung, man hätte nichts falsch gemacht. Wenn es irgendwie Fehler gegeben hat, dann liegt es halt an den Eltern oder an Nenad selber. Er ist halt nicht oft genug zur Schule gekommen, als dass man hätte feststellen können, dass er doch nicht behindert ist. Nenad hat die Schule geschwänzt. Seine Art zu zeigen, ich gehöre hier nicht hin. Sie haben ihn in der Förderschule geistige Entwicklung festgehalten aus Fürsorge. Weil sie der Meinung waren, dass er bei ihnen am besten aufgehoben ist. Und was mich dabei immer so erschreckt, ist, dass sie überhaupt nicht über den Rand der Schule hinausblicken. Und dann mal überlegen, was ist denn eigentlich, wenn die Schule zu Ende ist? Was wird man denn, wenn man überhaupt keinen Schulabschluss hat? Und mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung kann man keinen Schulabschluss machen. Sie hätten ja nun in den ganzen Jahren wenigstens ihn mal hospitieren lassen können in einer anderen Schule. Aber nein, sie waren der Meinung, bei ihnen ist er am besten aufgehoben und sind das niemals ernsthaft angegangen. Sie haben ihn aus Fürsorge da behalten und das ist eine ziemlich fürchterliche Fürsorge. Das ist die Schule, auf die Nenad nun geht. Das Berufskolleg hat ihn einfach aufgenommen, unbürokratisch und schnell. Getestet haben sie ihn nicht. Das brauchen sie nun auch nicht mehr, denn Nenad ist in seiner Klasse einer der besten Schüler. Warum aber haben Nenads ehemalige Lehrer sein Potenzial nicht erkannt? Immer wieder hatte er sie gebeten, die Schule wechseln zu dürfen. Das ist aktenkundig. Eine Überprüfung seiner geistigen Behinderung aber hat nie mehr stattgefunden. Stattdessen wurde der Förderbedarf jedes Jahr fortgeschrieben. Das ist Nenads alte Schule. Der stellvertretende Schuldirektor Klaus Schmidt ist zu einem Gespräch bereit. Hier ist kein Ort, wo der Förderbedarf für immer festgeschrieben ist. Es findet eine jährliche Überprüfung statt, sodass dann je nach Lern- und Entwicklungsstand die Schüler natürlich auch beispielsweise zu anderen Schulformen oder zu Praktikas an anderen Schulen vermittelt werden. Je nachdem, wie der Lernfortschritt und der Entwicklungsfortschritt bei den Schülern vorangeschritten ist. Bei Nenad Mihailovic war das wohl nicht so. Also der hat mehrfach gebeten, die Schule wechseln zu dürfen und das hat man ihm nicht erlaubt. Deswegen nochmal die Frage, welche Gründe... Ich nehme jetzt nicht zu einzelnen Schülern Stellung. Ich sage nur, dass das auch bei allen gemacht worden ist. Wir machen, wie gesagt, viele Angebote und auch viele Maßnahmen, die beispielsweise im Bereich Jugendamt oder Sozialarbeit angelagert sind. Wir versuchen, die Wege dahin auch zu öffnen für die Schüler. Es geht dann häufig mit den Schülern. Woran hat es denn dann konkret gemangelt? Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Das ist komplex. Da fragen Sie am besten Nenad selber. Also die Schule weiß ja auch, warum sie ihn jetzt nicht auf eine Förderschule lernen oder aufs Berufskolleg geschickt hat. Also Sie hatten doch auch Gründe. Wir haben eben über Schulabsentismus geredet und um Schüler fördern zu können hier an der Schule, müssen sie natürlich auch da sein. Ist Schulschwänzen Kriterium, um auf so eine Schule zu gehören? Das ist jetzt diffamierend, was Sie sagen. Sie hatten doch gerade gesagt, er hat die Schule geschwänzt. Ich habe das nicht gesagt, nein. Ich habe gesagt, dass es Schüler gibt, die Schule schwänzen. Okay. Wir wissen ja, dass Nenad die Schule geschwänzt hat. Dazu mache ich aber keine Aussage, das wissen Sie auch. Ich möchte jetzt nicht mehr über Nenad sprechen. Ist Ihnen das jetzt nicht deutlich? Doch, war deutlich. Guten Tag, wie geht's, wie steht's?
Siebte Klasse ist offen. Nenad in seiner alten Schule. Ist doch total klein geworden. Ja? Nenad hätte an dieser Schule keinen ordentlichen Schulabschluss machen können. Das ist laut Schulgesetz an einer Förderschule für geistige Entwicklung gar nicht möglich. In der Regel werden die Schüler hier auf die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt vorbereitet. Man lernt etwas, aber die meisten lernt man nur Benehmen. Disziplin, wie man sich zu Hause benimmt, was man zu Hause alles macht. Zu spülen und zu putzen. Theoretisch wäre ich jetzt schon mit Ausbildung fertig. Wenn ich auf eine normale Schule gewesen wäre und hätte bis 16 bestimmt meinen Realschulabschluss, hätte eine Ausbildung angefangen, 18, 19 damit fertig gewesen. Jetzt bin ich schon 19, mache immer noch weiter Schule. Wenn jemand nicht krank ist, keine Behinderung hat, kein gar nichts und normal denken kann, dann hat er doch hier nichts verloren. Wann warst du das letzte Mal hier? 22. Juli. An einem Montag. Hat geregnet. Und was hast du da gemacht? Ich habe mein Zeugnis gezeigt, was ich erreicht habe. Das war's. Ja, damit die sehen, dass ich nicht geistig behindert bin, was sie ja gedacht haben. Das war am Elternsprechtag. Da sagte eine Lehrerin, ich kann nicht auf eine andere Schule gehen, weil ich wie ein kleines Kind denke. Ich habe halt geschwänzt, da die mir keine Chance gegeben haben, auf eine andere Schule zu gehen. Ständig unterfordert, gelangweilt. Ich denke mir da, wenn ihr mir nicht helfen wollt, warum soll ich jetzt noch kommen? Und dann bekommt er eine Nachricht. Ausgerechnet hier, an dem Ort, von dem Kurt Holl ihn wegholte. Kurt Holl, der Mann, der sich für die Roma engagiert und der erkannte, dass Nenad nicht geistig behindert ist. Kurt ist gestorben. Ja. Gerade eben, 17 Uhr. Nenads Beistand ist tot. In den Wochen nach Kurt Holls Tod entscheidet sich Nenad, seine Klage gegen das Land NRW zurückzuziehen. Du hattest mir mitgeteilt, dass du keine Lust mehr hast auf irgendwie Gerichtsverfahren und den ganzen Kram, ne? Nee. Wie gesagt, du hast es mir nur kurz mitgeteilt. Ich wollte dich einfach nur mal fragen, warum? Ich wollte es eigentlich mit Kurt noch machen, dass er das auch weiter mitverfolgt. Aber da er nicht mehr lebt und was auch immer. Was würde der Kurt denn wollen? Ja, ich dachte auch, der Kurt würde es mindestens weiter verfolgen, weil er ganz genau weiß, dass sie alles falsch gemacht haben mit mir. Es ist letztlich deine Entscheidung und ich würde dich eigentlich nur bitten, nochmal drüber nachzudenken. Es geht halt auch um die anderen Kinder, ne? Ja, ich will gar nicht mehr, weil
Die haben mir ja quasi Zeit geraubt, mir damit wehgetan, aber... Aber ich meine, du hättest jetzt die Möglichkeit, was zu tun. Ja, und davon lenkst du jetzt die ganze Zeit ab. Du kannst dich natürlich entscheiden und sagen, das ist mir alles driss egal. Mir ist es jetzt wichtiger, dass ich habe keine Lust, einen Tag nach Witten zu fahren. Und ich habe auch keine Lust, dass da in meinem Namen ein Prozess geführt wird. Und es ist mir, ne, egal, dass ich damit eventuell für andere Kinder auch was erreichen könnte. Das ist eine Position, die kann man dann akzeptieren. Aber nicht so rumlabern, bitte. Wenn ich eine Kuh erreicht habe von Hunden von 90 oder von 80. Da hast du jetzt Angst vor. Ja. Nachdem du in einem Jahr als Klassenbester deinen Hauptschulabschluss gemacht hast und jetzt weitermachst. Ja, ich meine ja... Lena, du hast keinen IQ unter 100. Ich weiß es nicht. Definitiv nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt feststellen, dass dein IQ viel höher ist, dann können wir damit nachweisen, dass auch damals die Messung falsch gewesen ist. Ja. Es kann nicht sein, dass man mit 6 Jahren geistig behindert ist und dann mit 19 Jahren einen durchschnittlichen oder überdurchschnittlichen IQ hat. Das kann nicht sein. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, es geht doch wieder um den IQ-Test, ne? Ja. Oh Mann, Lennart. Lennarts Angst vor dem IQ-Test ist riesengroß. Was, wenn er doch zu Recht auf der Förderschule war? Finde ich auch. Danke dir. Marcel, der Oberstufenschüler, hatte mehr Glück. Es war seine Mutter, die ihn aus der Schule für Schwererziehbare rausholte und ihn mit Hilfe von Sprachtherapeuten hier einschulte, auf einer Förderschule für Kinder mit Sprachproblemen. Hallo Leute, wie geht's euch? Marcel kommt nicht als Schüler, er kommt als Motivationstrainer. Andreas, sein Freund, unterstützt ihn. Mit seinen Selfmade-Kursen will er Förderschülern vor allem Selbstvertrauen vermitteln. Hi, wie ist dir? Gut. Komm, so. Feste, komm. Wie ihr seht, also ein bisschen formale Entwicklung. Ich bin 20 Jahre alt und ich habe viel durchgemacht in meinem Leben. Ich war 2001 war ich auf einer Förderschule für Schwererziehbare. Ich habe damals sehr komisch gesprochen, also sehr gelispelt. Und weiß nicht, wo du bist. Also die Luft ist nach innen rausgekommen, vielleicht kennt ihr das vom Sprachtherapeuten und nach vorne parallel. Ich konnte nicht richtig sprechen und einer, der eigentlich richtig sprechen konnte und zum Beispiel auf einer anderen Schule war, der hat mich gar nicht verstanden. Der hat auch nicht viel Mut, also zum Beispiel anderen anzusprechen oder zu sagen, hey, ich bin der Marcel, wie geht's euch? Ne? Hey, ich bin der Marcel, wie geht's dir? Ne? So was kann man zum Beispiel machen. Da habe ich mich damals nicht getraut. Willst du dir das trauen? Wie würdest du? Komm, steh mal auf. Ein Applaus für den Jungen. Sag mal, wer du bist und schreib mich so richtig an, so richtig brüllen. Komm. Hallo? Du richtig. Sag ich, hallo, Marcel! Komm, ich mach mich auch klein, ich lass mich hin. Komm, stell dich vor. Hallo. Hallo, ich bin der Janik. Wie geht's dir? Gut. Oh, freut mich. Guck, war das schwer? Der Platz ist auch nur ein Mensch wie ich. Dankeschön, Anna Klaus. Will er selber noch von euch schaffen? Wer ist von euch schüchtern? Richtig schüchtern. Ja. Ja, Platz, komm, sicher. Ja, Michael Plass, Marcels alter Klassenlehrer. Wird der jetzt laut schreien, kriegen wir einen Titel. Egal. Hi erstmal. Hi. Marcel, alles klar? Geht's dir gut? Ja. Morgen, ich bin in der Platz. Hi. Alles klar bei euch? Ja. Ja. Prima, weitermachen. Komm, ich gebe euch mal ein Buch. Das ist einmal ein Sexbuch, das war das geilste Buch, was ich jemals gelesen habe. Kann ich nur empfehlen. Seid alle in der Pubertät. Euch interessiert das. Mit diesen Büchern hat Marcel sich selbst zum Lesen verführt. Was bei ihm funktioniert hat, könnte ja auch hier klappen.
kluges Buch. Kannst rumgeben. Lektüre. Hier. Steht bitte auf! Komm auf, die Leute! Wenn ihr euch an Glauben, wenn ihr richtig an euch motiviert seid, dann schafft ihr das. Ihr habt es auch geschafft. Wir sind alle eine Familie an sich. Wir sind alle die doofen Sonderschüler. Aber wir schaffen das. Glaubt an euch! Ja! Ja, meine Schüler! Ja! Steht auf, wirklich! Man kann alles schaffen! Egal wie weit du bist, egal wie alt du bist. Ich hab's auch geschafft, keiner hat früher an mich geglaubt. Selber meine eigene Mutter hat an mich nicht geglaubt. Aber ich habe an mich geglaubt. Ich bin heute hier. Kann man wirklich alles schaffen? Marcel hat auch Glück gehabt. Denn mit Michael Plass hat er einen Lehrer getroffen, der ihn gefördert und dann auf eine Gesamtschule geschickt hat. Wissen Sie, dass Sie für Marcel eine wichtige Rolle gespielt haben? Er sagt es mir immer so. Ich sehe es zwiespältig, weil es ist mein normaler Job, zu schauen, inwieweit ein Schüler in der Lage ist, eine andere Schule zu besuchen oder einen höherwertigen Abschluss zu machen, also wie weit die sprachlichen Barrieren ihm noch im Weg stehen. Als ich ihn gesehen habe und auch mit ihm gearbeitet habe, war mir auch klar, dass er nicht lange bei uns bleibt. Also dass das nur eine Übergangsschule ist für ihn und dass er dementsprechend an einer anderen Schule genauso gut vorankommt. Machen wir. Macht gut. Für wie viele Schüler aber ist die Förderschule tatsächlich nur eine Durchgangsstation? Ein Sprungbrett zu einem besseren Schulabschluss? Ist Marcel ein Einzelfall oder die Regel? Es gibt dazu keine verlässlichen Statistiken. Bis heute fehlt ein Indikator, um den Erfolg sonderpädagogischer Förderung in den Förderschulen zu messen. Nenad hat sich durchgerungen. Er ist auf dem Weg zum gefürchteten IQ-Test. Ich habe Angst, dass ich versage, weil ich nicht weiß, was in so einem Test vorkommen kann. Und es kommt ein Ergebnis, was mich als geistig behindert darstellt. Haben die mehr nicht gepackt. Eine psychologische Praxis in Witten. Hier wird der Test durchgeführt. Die Psychologin Beate Gerstenberger-Ratzeburg. Intelligenztest für junge Erwachsene bzw. Erwachsene und geht also bis ca. 70 Jahren. Also haben Sie noch lange, lange Zeit. Ne? Und, ich dachte jetzt, Sie meinten irgendwas mit 70 Minuten oder keine Ahnung. Nee, das dauert ein bisschen länger. Also so, Sie müssen so ungefähr. Ich habe verstanden. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt eine Aufgabe hier lese, muss ich hier ankreuzen A, B, C, D. Genau so. Die Durchführung des Tests darf nicht gefilmt werden. Die Fragen sind geheim. Das offizielle Ergebnis wird Nenad erst ein paar Wochen später bekommen. Stunden später. Ja, das ist nicht einfach. Nach meinem Gefühl ist es ganz okay gelaufen. Da sind bestimmt so einige Fehler,
Ich hoffe nicht sehr viele. Ich bin jetzt kein großer, kluger Mensch, so wie Albert Einstein oder Bill Gates, die eine IQ von 140, 160 haben. Nenad fragte irgendwann mal, was ist Quecksilber? Das hat er einfach, das kannte er nicht, das Wort. Und dann muss man ihm gucken, dass man es ihm dann erklärt, was Quecksilber ist. Genau wie mit dem Wort Atelier, das, da wusste er auch nichts mit anzufangen. Wenn ein Test sehr sprachlastig ist, beziehungsweise auch über die deutsche Sprache angewendet bzw. erläutert wird, dann haben die Probanden natürlich das Problem, dass sie häufig die deutsche Sprache nicht verstehen. Und aus diesem Grund können sie natürlich nicht so gut abschneiden wie ein Deutscher, der von vornherein mit dieser Muttersprache Deutsch aufgewachsen ist. Und das führt dann meistens dazu, oder in der Regel dazu, dass der Test nicht das misst, was er messen sollte. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Kind völlig in der Norm liegt, eigentlich mit einem IQ von 100 rausgehen würde, wenn es das alles verstanden hätte. Aber wenn es der deutschen Sprache nicht mächtig ist, dann kommt auch schon mal ein IQ von 60, 70, 80 raus. Kann man aus einem schlechten IQ rauswachsen? Also könnte es sein, dass man damals geistig behindert war und es heute nicht mehr ist? Nein, das geht nicht. Was geht nicht? Also man kann aus einer geistigen Behinderung herauswachsen. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Man kann sich natürlich auch, als wenn man geistig behindert ist, durch ganz, ganz viel Training verbessern. Aber es geht, oder bestimmte Fertigkeiten erlernen. Aber auch der Eindruck, den ich heute hier von dem jungen Mann gewonnen habe, das ist also nicht so der Eindruck, dass ich sagen würde, dieser Mann ist geistig behindert. Absolut nicht. Also er war sowas von fit, er hat sich gut unterhalten. Das ist bei einer geistigen Behinderung gar nicht möglich. Einen Tag, zweimal bitte. Danke. Gut. Superman. Hallo, ich heiße Luciano. Und du? Wie? Alexandra. Cool. Was macht ihr hier? Chill. Ja. Sollen wir mal zusammen was unternehmen? Sie bekommt Angst von euch, ja? Okay. Eins, fünf, eins. Was bist du für ein Lack, Mann? Was denkst du? Ivana. Ja, ja, nein, doch. Stacker. Roma. Hä? Ja, wir haben zwei von da. Ciao, ne? Okay, ciao. Ruf mich an, ne? Oder schreib mich an. Ciao. Die Welt von Nenad ist eine andere geworden, seitdem er nicht mehr auf der Förderschule ist. Just go. Hey. Marcel, der schwer erziehbare Sonderschüler mit dem Sprachproblem, aber hat es geschafft. Er bereitet sich aufs Abitur vor. Er ist die große Ausnahme. Fakt ist, dass mehr als zwei Drittel aller Förderschüler die Schule ohne einen Schulabschluss verlassen. Ein Viertel schafft den Hauptschulabschluss. Die Hochschulreife aber erreichen auf den Förderschulen nur 0,15% aller Schüler. Marcel nimmt fürs Abitur noch Nachhilfe in Deutsch. Hast du einen Textausschnitt aus Der Prozess von Kafka und da hast du das nicht. Ja. Er will später in die Politik gehen und Förderschulen abschaffen. Das gemacht der Lewasnicke, Dr. Kufasch. Nenad und seine Mutter haben Besuch. Ich war auch da. Eva Thoms vom Verein Mittendrin ist vorbeigekommen. Das Ergebnis des IQ-Tests liegt vor und Nenad traut sich nicht, den Brief allein zu öffnen. Es sind wahrscheinlich jede Menge Schiffo-Fotos dabei.
Fotos aus einer Zeit, als die Familie Mihailovic vor Krieg und Armut aus Serbien nach Deutschland floh. Aufgabengruppe 3. Da musst du Kategorien zuordnen, ne? Drei Begriffe, die miteinander zu tun haben, und du musst einen dritten Begriff zuordnen, der dazugehört, ne? Bist du auch bei 100. Mhm. Aufgrund dieses Tests kannst du davon ausgehen, du bist nicht behindert. Das ist jetzt bewiesen. Zweitens, du hast schlechte Voraussetzungen für diesen Test gehabt. Du hast in den meisten Bereichen so abgeschnitten, dass du 10 Punkte mehr hättest, als das Ergebnis insgesamt wiedergespiegelt hat. Mhm. Und wir können zeigen, dass du in den Teilen, in denen es um dein angeborenes Potenzial geht, auf jeden Fall höher bewertet wirst, als in den Teilen, wo auch Wissen mit gemessen wurde. Was meinst du jetzt, wenn das Schulamt das jetzt sehen würden? Was würden die sagen? Na, die würden sich mächtig rechtfertigen müssen. Ja. Die haben dich ja mit einem IQ von, ich weiß es nicht mehr, irgendwas in den 60ern oder 58 oder sowas getestet, ne? Mhm. Und das kann definitiv nicht sein. Du kannst dich mit 8 Jahren IQ von 58 gehabt haben und heute bei 90 liegen oder bei 94 oder... Das geht nicht. Das heißt, die müssen irgendeinen Fehler gemacht haben. Aber die Frage, die sich mir stellt, was für einen Fehler kann man immer mal machen? Warum hat niemand diesen Fehler korrigiert? Über 10 Jahre hinweg, warum nicht? Nicht in Bayern, nicht in Nordrhein-Westfalen. Das war's. Knapp 70% aller Deutschen haben einen IQ zwischen 85 und 115. Nenads angeborener IQ liegt bei 94. Das heißt, er ist nicht geistig behindert, sondern durchschnittlich intelligent. Das Ergebnis des Tests bekommt auch Nenads Rechtsanwältin. In den nächsten Tagen wird Nenad das Land NRW wegen Amtspflichtverletzung auf Schadensersatz und Schmerzensgeld verklagen. Ein bislang einzigartiger Fall mit ungewissem Ausgang. Nenad geht jeden Tag zur Schule. Im Sommer 2016 hat er seinen Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gemacht. Er ist so gut in der Schule, dass die Lehrer ihm empfohlen haben, jetzt auch noch die mittlere Reife zu machen. Musik.